Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Lateinamerikanische Tänze und Standardtänze erwarten Sie beim traditionellen Seesternpokal in der Stadthalle Rostock. Am 20. Oktober tanzen die Könner auf der Tanzfläche schon zum 26. Mal um den Seesternpokal. Dabei suchen die Standardtänzer der HGR 2A im großen Finale ihre Meister. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Es ist das große Handballderby in MV. Die Mecklenburger Stiere empfangen am 31. Oktober den HC Empor Rostock zum großen MV-Gipfel in Sachen Handball. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet. An Halloween geht es auch um die Tabellenspitze. Alle in die Halle, um 16 Uhr geht es los. Bad Sülze ist eine Stadt mit Salztradition. Das Salzmuseum in Bad Sülze feiert bereits 65-jähriges Jubiläum. Diesem Ereignis ist eine Sonderausstellung gewidmet, die am 19. Oktober eröffnet wird. Diese vermittelt die Salinen- und Kurgeschichte des vorpommerischen Ortes. Das Museum hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, die in der Sonderausstellung eindrucksvoll erzählt wird. Hausmesse in Rostock-Benfisch beim FSN Fahrzeugbau. Vom Gabelstapler bis zu den neuesten Modellen von VW und Skoda ist vieles für Fahrzeugliebhaber zu entdecken. Erleben Sie in diesem Jahr eine große Bandbreite an Automobilen und anderen Technikschlagern. Mit einer VR-Brille können Sie zum Kranführer werden. Die Hausmesse kann von 12 bis 16 Uhr besucht werden. Kling Klang, du und ich, jeder weiß sofort, es handelt sich um den bekanntesten Keimzeit-Song. Das Keimzeit-Akustik-Quintett und Norbert Leisegang besticht wie die Kultband mit tiefgründiger Musik. Am 19. Oktober ist das Quintett um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Binz zu erleben. Auf Rügen wird das aktuelle Album Albertine präsentiert. Keimzeit-Klassiker runden den Konzertabend ab. Vor 200 Jahren schlossen sich sangesfreudige Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Rostock zu einem Verein zusammen. Dieser Verein, die Singakademie Rostock, feiert jetzt sein großes Jubiläum. Und natürlich wird dabei gesungen. Mittlerweile gehört die Singakademie zum Volkstheater Rostock. Und genau dort im Großen Haus findet am 21. Oktober um 16 Uhr das Jubiläumskonzert statt. Neben Haydns Die Jahreszeiten hören Sie auch Tango-Klassiker. Davy hasst die Schule. Immerhin ist sie schon zweimal sitzen geblieben. Laut Ärzten hat sie kein Konzentrationsproblem. Sie kann einfach nicht stillsitzen. Die Geschichte von Davy kann im Jungstaatstheater Parchim im Mahlsaal gesehen werden. Die Vorstellungen am 24. und 25. Oktober um 10 Uhr sind auch für Gruppen wie zum Beispiel Schulklassen buchbar. Guck mal, das ist der Papa. Ach, mein Neffe. Oh, nö. Also ich erkenne da gar nichts. Habt ihr schon einen Namen? Ratet. Max. Nee, mir ist zu häufig. Luca? Nein. Donald. Fängt mit A. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix. Arthur. Abraham. Attila. Dann sag's halt. Adolf. Adolf. Genau. Echt jetzt? Wie Adolf Hitler? Sag mal, bist du bescheuert? Du musst es nicht gleich austicken, nur weil wir einen besonderen Namen ausgewählt haben, sind wir noch lange nicht bescheuert. Guck mal, hebt ihr nicht sogar den rechten Arm? Wenigstens mit PH? Und nicht gleich mit Accent aigu. Adolf. Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl aber hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wann wollen wir eigentlich essen? Hm? Sie finden den Namen unseres Sohnes eher so suboptimal. Wir dachten, die Anspielung gefällt euch. Du bist der fleischgewordene Beweis dafür, was beim Bildungsauftrag schiefläuft. Fick dich! Wow! Wow! Du bist ein pseudo-intellektueller Poser. Jemand Nachtisch? Ihr denkt, ich bin schwul. Aber ich bin nicht schwul. Hast du wen kennengelernt? Und wie ist die so? Jemand, den du kennst. Nee, oder? Das läuft schon so lange, sagst du. Oh mein Gott. Und dann haben wir miteinander geschlafen. Nur um im Mittelpunkt zu spielen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Ihr könnt mich alle mal! Mama, nimmst du etwa Drogen? Ich kiff doch nur. Hör jetzt auf zu trinken. Ich fang gerade erst an. Ich lass mir nichts von jemandem sagen, der seine Kinder Kaius und Antigone nennt. Oh.
Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.